Ja, hallo, mein Name ist Lars Bobach. Ich blogge zu dem Thema Produktiv in digitalen Zeiten und dem papierlosen Büro. Heute teste ich wieder eine E-Mail-App fürs iPhone für euch und diesmal ist es Unibox. Das seht ihr unten das blaue Icon und ich gehe da mal drauf. Und Unibox ist sehr besonders, weil Unibox hat zum einen eine deutsche Entwicklerfirma, 8 Loops aus München. Das ist schon mal sehr außergewöhnlich. Finde ich toll. Und zum anderen ist es, die ganze Organisation der E-Mails ist ein ganz anderes Konzept. Und zwar hier im Eingangskorb, den ich hier sehe. Ja, das ist also nicht Inbox Zero optimiert. Nein, hier werden alle E-Mails, die eingegangen sind, nach Kontakt organisiert. Also ich sehe hier meine Kontakte und alle E-Mails, die ich jemals von diesen Kontakten bekommen habe, die sind hier hinter dem Kontakt. Der ganze Thread ist dahinter hinterlegt. Der kennt das, das ist ähnlich wie bei WhatsApp oder auch bei Nachrichten, ne? Da geht das ja auch nach den Kontakten, ne? Also das ist hier was Besonderes, das finde ich schon mal eine tolle Idee. Nur jemand, der also nicht seinen Eingangskorb leert, der hat den hier automatisch nach Kontakten synchronisiert. Super. Wir gucken uns mal hier die Einstellungen an. Also hier gibt es nicht viel. Man sieht Version 1.0 relativ neu. Wir gehen auf die Einstellungen. Und bei den Einstellungen fangen wir allgemein an. Sehe ich hier Synchronisationszeitraum, ne, welche Textgröße, Anhänge, sowas, Tipps und Tricks. Das ist eine Besonderheit. Das macht 8 Loops, hat das toll gemacht mit Unibox. Sobald da was Neues, eine neue Funktion kommt, wenn man gerade damit arbeitet, ganz frisch, wird die erstmal erklärt. Mit so einem Pop-up, wirklich richtig gut. Und wenn man einmal diese Erklärung bekommen hat, kommt die auch nicht wieder. Finde ich toll. Ne? Also das sind hier die allgemeinen Einstellungen. Ich kann Konten hinzufügen. Hier ganz einfach. Ich wähle nicht vorher aus, was ich habe. Das erkennt Unibox selber. Leider ist mir 8 Loops die Antwort schuldig geblieben, ob Exchange-Konten oder POP3-Konten hiermit funktionieren. Ich glaube eher nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Habe ich vor einer Woche angefragt. Ist leider keine Antwort bisher gekommen. Signaturen kann ich hinterlegen. Ne, habe ich hier meine, habe ich drei Stück hier liegen. Zwei eigene, die habe ich angelegt. Die kann ich den Konten zuordnen. Klassiker. Ne, Mitteilungen, kann ich sagen, welche Mitteilung ich bei welchem Konto sehen will, ne, gefiltert, wie auch immer. Standard. Streichgesten, ihr kennt das, diese Swipes, ist mittlerweile Standard. Hier kann ich die Streichgesten unterscheiden. Ich kann sagen, was ich über Kontakte streiche, also dann, wenn ich in der Hauptinbox bin, wo ich meine ganzen Kontakte sehe, ne, kann ich hier welche angeben. Oder wenn ich in den Nachrichten bin, kann ich auch welche angeben. Zusätzlich kann ich teilweise die Verschiebeaktion bestätigen. Also wenn ich verschoben habe, muss ich nochmal OK tippen oder nicht. Das kann ich hier anwählen, ob ich das nur bei Kontakten haben will. Da kann ich es nicht ausschalten oder immer. Das heißt bei Kontakten und Nachrichten. Zeige ich euch gleich. Einstellungen hier. Hier seht ihr jetzt bei Nachrichten habe ich nur Löschen und Spam drin. Wenn ich das jetzt auf Bearbeiten gehe, kann ich eine Aktion hinzufügen. Ich kann weiterleiten, archivieren. Archivieren packe ich mal hinzu. Und das schiebe ich mal hier oben hin. Ne? Okay, und wenn ich nach rechts schiebe, habe ich hier, da kann ich auch eine Aktion hinzufügen. Ne? Okay, generell sehen wir wenig Aktionen hinzuzufügen. Also das ist alles ein bisschen mager. Ne? Also okay, aber das ist ja nicht ganz so toll. Also ein bisschen wenig Aktionen bei den Streichgesten. Gruppen kann ich noch. Ich kann E-Mails zu Gruppen hinzufügen. Ja, ist mir nicht ganz aufgegangen, wofür das jetzt nützlich sein soll, was das wirklich richtig bringt. Aber okay, das ist, da werden so übergeordnete Ordner irgendwie strukturiert. Okay, Privatsphäre gibt es dann noch. Ich sag mal, so Tracking-Pixel blockieren, Gravatar verwenden, also diese ganzen Klassiker. Ja, und das war's schon. Ne? Erweitert ist überhaupt nicht mehr viel. Und wir sehen generell die Einstellungsmöglichkeiten sehr, sehr mager. Schnittstellen zu externen Programmen quasi überhaupt nicht vorhanden, Task Manager nicht. Ich muss über iOS-Teilen-Funktionalität gehen und die ist ja, nicht so toll. Gucken wir uns gleich mal an. Ne? Also wenn man das, wie ihr das seht hier, Aktivitäten, da werden Aktivitäten angezeigt, ist jetzt nicht so wichtig. Nachrichten nochmal. Hier sehe ich jetzt meinen Eingangskorb. Hier eine Besonderheit, daran sieht man auch nicht Inbox Zero optimiert, ich kann den filtern. Ich kann nach Adressbuch filtern, das heißt, ich sehe nur noch meine Kontakte, die in meinem Adressbuch auch sind. Ich kann nach Anhängen filtern, also Kontakt, wo ich mit Anhänger habe, markierte, ungelesen und suchen. Suchen klicke ich hier dann drauf und jetzt kann ich hier eine Sucheingabe machen. Die Suche ist allerdings, muss ich sagen, nicht so toll. Ich habe eine E-Mail, von der ich wusste, dass ich sie hier drin habe oder auch archiviert habe, habe ich mit der Suche nicht gefunden. Also der Suchalgorithmus muss, glaube ich, noch optimiert werden. Ist eine Version 1.0. Muss man vielleicht noch ein bisschen Verständnis für haben. Aber ich bin dann in mein Gmail-Konto gegangen, habe da das Ding gesucht und natürlich auch sofort gefunden. Rasend schnell, wie das bei Gmail halt ist. Also hier die Suche nicht ganz so toll.
Ja, ich kann hier oben natürlich umschalten zwischen meinen Konten, zwischen meinen gesendeten Spam und empfangenen, also den Eingangskorb. Da gehe ich jetzt mal hin. Hier, wenn ich jetzt auf einen Kontakt gehe, sehe ich jetzt hier meine ganzen E-Mails, die ich mit diesem Kontakt geführt habe, aufgeführt. Ne, also wirklich nur untereinander gelistet hier. Und hier seht ihr jetzt, wenn ich jetzt hier hingehe und sage, diese E-Mail, ne, kann ich jetzt hier mit Wischgesten, kann ich mit der E-Mail arbeiten. Ja, so, wenn ich jetzt hier hingebe, ne, dann kann ich die, mal jetzt mache ich hier, die archiviere ich jetzt einfach mal, zack, und dann ist sie archiviert. Wenn ich jetzt hier dagegen, hier jetzt archivieren gebe, da habe ich ja eben angezeigt, dass ich sagen will, das will ich nochmal bestätigen, müsste ich jetzt hier nochmal auf OK drücken, mache ich jetzt nicht. Ne? Aber wenn ich, ne, das ist das zusätzliche Bestätigen, was ich auf der Nachrichtenebene halt nicht habe. Ja, was gibt es noch? Okay, wenn ich jetzt hier drauf bin und sage, ich möchte mir die E-Mail mal komplett angucken, gehe ich jetzt hier drauf, so, wird die komplett angeguckt. So, aber ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ich kann nicht nach links, nach rechts schieben, passiert nichts. Ich muss auf Fertig gehen. Wenn ich jetzt hier antworten will, muss ich hier nach Weiterleiten. Also ich kann hier drauf auf Antworten gehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiterleiten will, muss ich auf Menü gehen und hier Weiterleiten anklicken. Also das ist ein bisschen kompliziert, finde ich, und hier auch wieder sehr mager von den Möglichkeiten. Okay, schreiben ist eigentlich relativ einfach. Ich gehe hier oben drauf, gebe einen Empfänger ein, gebe ich hier meine E-Mail-Adresse ein, gebe jetzt noch einen Betreff ein, irgendwas. So, und dann hier den Text, das ist eigentlich okay gelöst. Ja, ist halt so ein Kontextmenü. Was ich jetzt toll finde, wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehe ich, der Entwurf wird hier oben abgelegt. Ja, ganz klasse. Also ich erkenne sofort, dass ich Entwürfe habe. Und wenn ich jetzt hier das schließe, sehe ich hier oben immer ein Entwurf ist da und dann sehe ich den hier wieder. Ne? Also sehr prominent abgelegt. Das ist wirklich gut gelöst. Ne? Schließe ich hier mal wieder. Ja, was gibt es noch? Ja, was ich euch noch zeigen möchte, ist natürlich die magere Möglichkeit hier. Anhänge zum Beispiel hinzuzufügen. Ich gebe jetzt mal hier einfach was ein. So, will jetzt hier einen Anhang hinzufügen. Und hier sehe ich jetzt, was ich nur kann. Ich kann Foto Library, Kamera, iCloud Drive, Google Drive. Wenn ich auf Mehr gehe, kann ich Google Drive ab- oder auswählen. Okay, aber Dropbox, was ich auch alles hier hinterlegt habe oder was ich auch auf meinem iPhone gespeichert habe, geht nicht. Ja? Oder andere Dienste. Ich kann hier wirklich nur sehr marginal irgendwie mit externen Apps. Also die Schnittstellen nach außen sind wirklich noch sehr, sehr mager. Kann sein, dass Unibox das dann zukünftig verbessert würde, wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ja, was bleibt? Eine wirklich andere Herangehensweise an das Thema E-Mail. Für jemand, der keinen leeren Eingangskorb haben möchte, ist das sehr wahrscheinlich eine gute Sache und auch eine tolle Sache. Für mich als Inbox Zero Fanatiker leider nicht geeignet. Ich finde, das ist für mich nicht geeignet. Ich hätte gerne da einen leeren Eingangskorb. Aber für jemand, der das nicht hat, ist das vielleicht gut. Was man aber sagen muss, wenn ich jetzt zusätzlich noch eine andere App nebenher habe und ich gucke mir jetzt den Eingangskorb, zum Beispiel bei Gmail an, dann werde ich überschwemmt mit E-Mails. Weil alles, was sich hier hinter den Kontakten schön organisiert verbirgt, ist bei Gmail natürlich noch in dem normalen Stream nach zeitlicher Reihenfolge und dann ist das Chaos perfekt. Ne? Also entweder man nutzt New Unibox, gibt es auch fürs iPad und auch für den Mac, aber mit einer anderen App zusammen funktioniert es aus meiner Sicht gar nicht. Ja, wenn ihr Fragen zu der App habt, gerne hier auf YouTube, gerne auch ein Thumbs Up auf YouTube, freue ich mich sehr drüber oder natürlich auf meinem Blog unter larsbobach.de. Danke und auf bald!